Katzenbesitzer haben es oft nicht leicht. Sie wissen nie, wann der vierbeinige Liebling seine Krallen ausfährt. Kratzer scheinen keine große Sache zu sein, aber sie können dich umbringen. Einen Kratzer, der rot wird und anschwillt, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Katze hat vermutlich etwas übertragen, das deine Knochen angreift, dem Auge schadet und das Gehirn schädigt. Wie überlebt man die Katzenkratzkrankheit? Wer eine Katze besitzt, muss mit Kratzern rechnen. Aber eine Katze kann Bartonella henselae übertragen, ein Bakterium, das die Katzenkratzkrankheit auslöst. Das Bakterium lässt sich bei über 40% der ausgewachsenen Katzen nachweisen, die aber selbst meist keine Symptome zeigen. Die Bakterien greifen die Knochen an und können eine schwere Infektion verursachen, die eine Amputation erforderlich macht. Im Gehirn kann dies zu irreversiblen Hirnschäden führen oder sogar tödlich sein. In Deutschland erkranken jährlich etwa 6 von 100.000 Einwohnern an der Katzenkratzkrankheit. Wie kann man sich davor schützen? Was passiert, wenn die Katze an deinen Augen schlägt? Warum sollte man eher ältere Katzen aufnehmen? Wie erkennt man eine Infektion? Schritt 1. Beseitige Flöhe. Bartonella henselae wird durch Flöhe übertragen. Wenn ein Floh die Katze beißt, gelangen die Bakterien durch die Wunde in ihren Blutkreislauf. Katzen infizieren sich auch durch Fressen der lästigen Flöhe, Kratzen der juckenden Bisse oder einen Kampf mit infizierten Artgenossen. Der Flohdreck sammelt sich unter ihren Krallen und zwischen ihren Zähnen. Das Fell deiner Katze regelmäßig mit einem Kamm auf Flöhe zu untersuchen, ist nicht nur gut für die Katze, es kann dein Leben retten. Schritt 2. Schütze deine Augen. Die Katzenkratzkrankheit ist deshalb so tückisch, weil man an ihr erkranken kann, selbst wenn man nicht gekratzt oder gebissen wird. Eine einzige feuchte Zuneigung an einer Wunde oder an deinen Augen reicht aus. 2021 verlor eine Frau aus Neuseeland aus heiterem Himmel ihr Augenlicht. Ein Bluttest ergab, dass sie sich mit Bartonella henselae infiziert hatte. Glücklicherweise konnten Antibiotika und spezielle Steroide-Augentropfen die Sehkraft der Frau wiederherstellen. In einigen Fällen ist jedoch eine Operation nötig, um das geschädigte Gewebe zu entfernen. Schritt 3. Auf Blasen achten. Katzen sind launische Wesen. Wenn deine geliebte Katze dich also kratzt oder beißt, wasch die Wunde sofort mit Seife unter fließendem Wasser aus. Wenn sich um die Wunde herum so kleine Blasen bilden wie diese hier oder du Fieber bekommst, dann besorg dir fiebersenkende Mittel und ruh dich aus. Aber wenn die Lymphknoten anschwellen, solltest du einen Arzt aufsuchen. Eine frühzeitige und gezielte Behandlung kann verhindern, dass sich die Infektion auf andere Körperteile ausbreitet. Schritt 4. Hol dir eine ältere Katze. Nach den Angaben des Centers for Disease Control and Prevention tritt die Katzenkratzkrankheit am häufigsten bei Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren auf. Auch Menschen mit schwachem Immunsystem sind eher betroffen. Krebs- oder Diabetespatienten und Eltern von kleinen Kindern sollten sich eine Katze zulegen, die bereits mindestens ein Jahr alt ist. Junge Kätzchen sind meist noch sehr verspielt und müssen erst lernen, ihren Jagdinstinkt zu kontrollieren. Ältere Katzen kratzen oder beißen in der Regel nicht so schnell. Schritt 5. Gehe regelmäßig zum Tierarzt. 2015 traten bei einem eigentlich gesunden und fröhlichen Teenager urplötzlich Halluzinationen, Wahnvorstellungen und weitere Anzeichen einer Psychose auf. Trotz medizinischer Betreuung kehrten die Symptome immer wieder zurück. Der Junge wurde innerhalb von 18 Monaten viermal ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutuntersuchung bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt ergab, dass die Ursache eine Katzenkratzkrankheitsinfektion war. Die Familie des Teenagers hatte einige Jahre zuvor ein paar streunende Katzen aufgenommen. Er wurde mit einer antimikrobiellen Chemotherapie behandelt. Seine Symptome klangen allmählich ab. Eine streunende Katze aufzunehmen kann ein Risiko bedeuten. Bevor man sie im Hause duldet, sollte sie ein Tierarzt gründlich untersuchen. Badum, 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 badum. Du und die Katze haben die Katzenkratzkrankheit überlebt. Aber auch andere Bissen können gefährlich werden. Doch keine Sorge, schau einfach weiter, um das zu überleben.